Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Landhaus Ettenwil. Ganz herzlich willkommen. Ja, es ist heute Morgen noch ein bisschen bewölkt, aber es soll gleich noch mal richtig sommerlich und auch heiß werden. Es ist ein bisschen verrückt, dieser Herbst. Noch ist er nicht richtig angekommen, aber ankommen werden auf jeden Fall in einer Woche oder zwei unsere ganzen wurzelnackten Rosen. Und deswegen wollte ich euch heute noch mal so ein bisschen Tipps geben. Die Standorte, welche Rosen eignen sich denn für welche Standorte? Was geht an der Wand? Was ist im Schatten besser? Was ist am Bogen oder am Obelisken sinnvoll? Und das gucken wir uns heute einfach noch ein bisschen an. Zwischendurch noch ein bisschen Schnittanleitungen für euch. Dann gucken wir uns noch einen kleinen Blick hinter die Kulissen, was bei uns am Chorfest los war. Und dann natürlich das Drama, das ich angekündigt hatte. Das schauen wir uns auch noch an. Es stehen uns riesige Umbauarbeiten jetzt im Herbst und Winter bevor. Also all das heute Kesselbuntes bei uns wieder. Kommt mit! Also hier in Granny's Walk, da seht ihr jetzt schon, wir haben eigentlich echt ein Problem. Durch diesen wahnsinnig milden bzw. wirklich späten Sommer, heißen Herbst, wie man es auch nennen will, es schießt alles wahnsinnig. Hier wollte ich euch eigentlich schon längst zeigen, wie man diese Kletterrose jetzt rausnimmt an der Wand und umpflanzt. Aber schaut mal, ich meine, hier blüht die Klematis noch. Ich meine, so brutal kann man ja gar nicht sein, um das hier einfach jetzt alles rauszureißen, nur um euch was zu zeigen. Aber es ist natürlich verrückt, 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 was noch alles blüht. Hier wunderschön die Claire de Lune. Übrigens eine tolle Strauchrose. Ihr seht es mit so ein bisschen Moosrosencharakter, aber öfter blühend. Ganz, ganz wunderschön. Aber eben, wir haben wirklich ein Problem, weil diese ganzen vielen Triebe, die hier wirklich auch gerade bei den Kletterrosen wieder rausschießen. Und wir wissen ehrlich nicht, was wir damit machen sollen. Schneiden wir jetzt doch noch mal zurück, weil es ist wirklich so ein wahnsinniges Chaos. Guckt mal hier hinten zum Beispiel. Das ist alles Kletterrose, was da hochgeschossen ist. Und es sieht natürlich auch wirklich ein bisschen komisch aus. Also wir sind echt hier im Moment am Kämpfen und auch am Diskutieren intern mit dem John Scarman und ich und alle. Was machen wir denn um Himmels Willen? Also ihr werdet es auf jeden Fall mitkriegen im Video. Ich zeige aber euch gleich nachher am Bogen, am Rosenbogen vorne noch ein Beispiel. Also bei den Strauchrosen, da haben wir uns jetzt geeinigt. Bei den öfter blühenden hatte ich ja neulich schon gesagt, da schneiden wir gar nichts mehr zurück. Hier drüben haben wir aber zum Beispiel viele einmal blühende alte Rosen. Zum Beispiel wunderschön hier die Rosa Damascena bifera. Da seht ihr auch wieder tolle Hagebutten. Die hat wieder diese länglichen Hagebutten hier. Und selbst bei den alten Rosen, da schießen jetzt diese vegetativen Triebe auch noch mal raus. Normalerweise sagen wir immer zweimal im Jahr zurückschneiden. Eben einmal so im Mai, Juni vor der Blüte, einmal im Hochsommer und dann war es das. Guckt euch das an. Jetzt kann man die gerade wieder alle zurücknehmen, weil bei der einmal blühenden alten Rose ist das kein Stimulus zum Austrieb. Also die könnt ihr jetzt schön ordentlich und kompakt zurückschneiden, wenn ihr solche im Garten stehen habt. Und die sind auch wirklich prädestiniert für schattigere Plätze im Garten. Unser ganzer alter Rosengarten, der ja viele alte einmal blühende Sorten beheimatet. Der ist den Großteil des Tages wirklich im Schatten. Und gerade die Gallica-Rosen, die sind super im Schatten. Es muss nicht so ein Blockschatten sein, vielleicht ein bisschen Licht schon mal durchkommt. Ja. Aber wirklich, also schattige Plätze können die gut wegstecken. Die Alba-Rosen vor allem auch. Ne? Aber ihr seht, wenn wir hier nochmal näher mit der Kamera rankommen, selbst die treiben jetzt wirklich wieder wie verrückt aus. Und auch oben bei uns im alten Rosengarten haben die Männer jetzt diese Woche nochmal die ganzen vegetativen Triebe hier zurückgenommen, weil das ist natürlich dann schon mal ein Job, der erledigt ist und es sieht dann halt wirklich ordentlicher und schöner aus. Also das nochmal als Tipp für euch. Alte Rosen, einmal blühende Rosen, sommerblühende Rosen könnt ihr durchaus jetzt, wenn da noch so viele Triebe nachschießen, diese zurückschneiden, um einfach wieder eine schöne Form auch in der Pflanze zu haben. Öfter blühende Strauchrosen schneiden wir jetzt überhaupt nicht mehr zurück.
Genau. Hier haben wir zum Beispiel in Granny's Walk natürlich ein wunderschönes sonniges Beet und ein warmes Beet. Da könnt ihr im Prinzip Strauchrosen nehmen, was immer ihr lustig seid. Beetrosen, Strauchrosen in den Vordergrund, vielleicht Kleinstrauchrosen. Das ist also wirklich, da habt ihr die volle Auswahl. Also sonnige Beete, immer wunderbar. Und selbst eben hier, wo es sehr, sehr sonnenbeschienen ist, haben wir durchaus auch dunklere Rosen, die in der knalligen Sonne natürlich immer ein bisschen schwieriger sind, weil das Blütenblatt natürlich schneller verblüht. Aber guck mal, Wahnsinn, oder? Jetzt ist was ist es? Oktober, ja? Und wir haben da noch diese wahnsinnigen Blüten überall dran. Und ich sage euch, wenn das so weitergeht, haben wir an Weihnachten dieses Jahr noch Blüten. Also, wie gesagt, das genießen wir jetzt halt einfach noch. Aber eben an so einem Beet, das so sonnig ist, könnt ihr im Strauchrosenbereich und natürlich auch im Kletterrosenbereich völlig frei wählen, euch austoben. Alles, was öfter blüht, kann in so einer Situation natürlich schön wachsen. Bei der Gelegenheit übrigens fällt mir gerade noch ein, wir müssen noch mal schnell hier zur Narrow Waters. Da hatte die Michaela Lippert gefragt, ob ich nicht mal schnell die Narrow Waters hier oder an einem, das ist eine Kletterrose, hat aber viel, viel mehr ein viel mehr Rambler-Habitus eigentlich mit diesen wunderschönen Blüten. Und schaut mal, was die jetzt noch an Knospen hat überall. Das ist absolut verrückt. Also die blüht wirklich sehr, sehr gut nach. Die macht nach der ersten Blüte meistens eine Pause. Und dann in diesen warmen Spätjahren, die wir mittlerweile haben, also nochmal ein ganz toller Hingucker. Also, liebe Michaela, die ist echt wert zu haben. Genau. Jetzt gehen wir mal weiter runter. Unsere Landhaus-Ettenbühl-Wand, die kennt ihr ja. Alle schwierigen Wände, alle Nordwände, kalte Wände, zugige Wände, Wände, die eher eben im Schatten liegen, da ist es immer besser, einmal blühende Kletterrosen zu wählen. Wir haben hier eben zum Beispiel unsere Landhaus-Ettenbühl stehen. Auch da seht ihr jetzt, wie voll die mit Hagebutten ist. Die steckt halt wirklich alles weg, diese Rose. Und es gibt viele einmal blühende Kletterrosen, die eben an solchen Wänden auch wirklich sehr, sehr gut tun. Oder eben dann auch mal ein einmal blühender Rambler. Das ist also durchaus auch möglich. Aber eben an schwierigen, kühlen, schattigen Nordwänden auf jeden Fall immer einmal blühend arbeiten. Da würden so wunderschöne, öfter blühende Kletterrosen einfach nicht so gut funktionieren. Sehr schön jetzt, ne? Ja, und hier haben wir ja unsere Balsampappeln, die übrigens, ihr seht's, ne, hier teilweise auch nicht mehr so toll aussehen. Auch da wird demnächst was passieren müssen. Aber überall hier in den Pappeln und an den Stäben davor stehen jede Menge Rambler, teilweise öfter blühende Rambler, weil diese Bäume nicht so wahnsinnig hoch sind, nicht so wahnsinnig großen Schatten, weil sie keine große Krone haben, nicht so wahnsinnig viel Schatten werfen. Deswegen kann man hier auch mal gut mit einem öfter blühenden Rambler arbeiten. Hier haben wir zum Beispiel City of York, wunderschöne weiße Ramblerrose, die hier reingeht. Hier haben wir Lückefund zum Beispiel drin, die hier wunderschön in diese reingeht. Oder hier vorne einen Barbier-Rambler, die sind auch immer sehr schön, weil sie so einen romantischen Habitus haben. Das ist Alberic Barbier. Kann natürlich hier auch in so einen Baum durchaus einen einmal blühenden Rambler setzen. Alles, was noch größere Bäume sind, wie jetzt diese Balsampappeln, also große Kirschbäume, große Apfelbäume, große, was auch immer ihr habt, da auf jeden Fall immer mit den einmal blühenden Ramblern arbeiten, weil die einfach die einzigen sind, die auch den Schub haben, um solche richtig großen Bäume dann wunderschön zu beblühen. Also zum Beispiel sowas wie unsere Scarmans Himalayan Musk, die wir ja hier auch auf dem Dach haben. Ihr kennt die. Die haben wir oben ja auch im Hochzeitsgarten zum Beispiel im Baum stehen. Also das ist ein toller Rambler, der eben auch im Baum gehen kann. Oder Rambling Rector, Brenda Colvin, Donna's Rambler. Also all diese einmal blühenden. Und da ist es super. Die haben auch verschiedene Blühzeiten. Da kann man sich ein bisschen einlesen. Manche fangen ganz, ganz früh an zu blühen. Die sind schon im, weiß nicht, Anfang, Mitte Mai am Blühen, wie zum Beispiel Scarmans Himalayan Musk häufig. Dann gibt es die, die so ein bisschen später blühen, eben Rambling Rector zum Beispiel, Bobby James, die kommen dann. Und dann gibt es welche, die noch relativ spät anfangen zu blühen, Aimé Vibert zum Beispiel. Also da kann ich tatsächlich mit der Auswahl auch verschiedener einmal blühender Rambler eine sehr lange Blühzeit an verschiedenen Orten in meinem Garten erzeugen. Das ist ganz schön. Hier übrigens könnt ihr auch noch mal gucken, der
Garmin-Simulain, der schießt natürlich wie viele andere Rambler jetzt auch diese langen Angelrouten raus. Und wenn dann hier unsere Gäste sitzen, dann wippen die denen hier so über den Scheitel und vor den Augen rum. Das ist natürlich nicht so toll und im Moment kann man ja noch schön draußen rumsitzen. Und du sollst eigentlich nicht auf den Tisch, Seppel. Aber wir putzen ihn nachher ab, ich schwör's. Und diese Angelruten, die kann man natürlich jetzt alle auch getrost abschneiden. Ich komme jetzt natürlich nicht so wahnsinnig weit hoch, aber da passiert jetzt nichts. Also alles, was hier so in diese Richtung unsere Gäste stören könnte, die schneiden wir einfach ab und so könnt ihr es zu Hause auch halten mit den Einmalblühenden, da wo es euch zu viel wird, einfach ratz weg damit, wo ihr dran kommt. Und alle, die hoch Richtung aufs Dach wachsen, da gehen wir demnächst dann auch noch mal hoch und werden die dann eben natürlich schön verwenden, dass das Dach wieder richtig schön dicht wird. Also wir schneiden nicht alle Angelruten ab, aber die, die uns hier vorne stören, und alle, die so übers Dach ansonsten gehen, die schneiden wir ab. Das zeigen wir euch dann aber auch noch mal, wenn wir das machen. Genau. Aber eben schneiden deswegen, weil es halt einmal blühend ist. Hier drüben haben wir jetzt einen Bogen an unserem Pagodenzelt, an unserem Tea-Time-Pavillon. Da laufen natürlich ja auch immer Menschen durch den Bogen durch. Und ich meine, er sieht schon ein bisschen arg wild aus, oder? Schaut mal, also mein schon ein bisschen gerupftes Huhn. Und da ist natürlich die Frage, was machen wir denn jetzt hier? Ist eine öfter blühende Kletterrose, die hier steht, die Bienvenue. Schaut mal hier noch wunderschöne Knospen auch. Und die ist natürlich jetzt hier schon so ein bisschen außer Rand und Band. Wir haben, ja, du brauchst die auch gar nicht alle, ne? Ich meine, ich könnte die jetzt alle hier reinbinden. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass es wieder ordentlich aussieht. Aber wir haben gesagt, wir nehmen diesen Bogen jetzt mal und schauen einfach, was passiert, wenn wir diese unteren Triebe jetzt doch nochmal zurücknehmen, um einfach zu gucken, wie sich die Energie dann verteilt in der Rose und vor allem, ob sie das einfach auch mitmacht. Ja. Dies ist einfach jetzt ein Experiment. Wir haben im November ja wieder unseren Rosenkurs, unser Rosenfreunde-Wochenende mit dem John. Am 13., 14., 15., irgendwie sowas. Also Mitte November unser Rosenfreunde-Wochenende. Und da wird es dieses Jahr auch ganz, ganz viel um Klimawandel gehen, weil wir natürlich Mitte November wahrscheinlich, wenn wir das Rosenfreunde-Wochenende hier machen, noch jede Menge Rosen in Blüte hier rumstehen haben werden oder eben mit neuen Austrieben und, und. Und für diesen Event, für dieses Rosenfest, sondern diesen Rosenkurs, haben wir gesagt, okay, gut, ich schneide jetzt einfach mal bei dieser Rose tatsächlich nochmal diese jungen Triebe zurück. Und dann schauen wir mal, was da passiert. Wir nehmen an, dass wenn ich die jetzt hier eingekürzt habe, wie gesagt, Experiment. Man könnte sie auch einfach einbinden. Dann werden natürlich die da oben jetzt nochmal in diesem warmen Herbstwetter einen massiven Schub bekommen. Und dann haben wir die natürlich hier sehr schön, um sie auch komplett wieder über den Bogen rüberzubringen, dass der dann auch wieder ganz dicht ist. Ne? Also das ist jetzt einfach mal so ein Versuch, wie wir damit umgehen können in der Zukunft. Normalerweise würde ich euch eben sagen, schneidet eigentlich jetzt eben, was öfter blühend ist, und in dem Fall diese öfter blühende Kletterrose, nicht mehr zurück, weil ihr einfach massiv stimuliert. Aber wir haben gesagt, okay, an diesem relativ geschützten Bogen, da probieren wir jetzt einfach mal aus und schauen, was passiert, wenn wir diese ganzen schönen jungen Triebe, die wir ja nicht brauchen, hier im unteren Bereich, weil sie da sehr schön dicht ist, wenn wir die jetzt einfach noch mal zurücknehmen und gucken, dann wie sie das wegsteckt. An Bögen sind immer total schön, das ist zwar jetzt eine öfter blühende Kletterrose, die hier gut funktioniert, da haben wir aber auch auf jeder Seite zwei, dass die schön dicht ist. Dann sind natürlich immer öfter blühende Rambler toll an Bögen. Ihr kennt unsere Mrs. Billy Creek Bögen oben auf der Yellow Brick Road, die wir jetzt auch nicht mehr anfassen und nicht mehr schneiden. The Lady's Garmin ist wunderschön am Bogen. Gisela de Feligand, also viele der öfter blühenden Rambler sind wirklich richtig, richtig klasse. Der Seppel schaut hier nach den Karamellbeeren und den Lagerströmien, die hier immer noch schön blühen. Genau, und genauso wie an Bögen, die öfter blühenden Rambler toll sind, sind sie auch an Obelisken toll. Haben wir ja auch wirklich einige hier im Garten stehen. Also öfter blühende Rambler, immer für solche Situationen richtig super.
Gut, dann gehen wir jetzt mal weiterschauen, was wir noch in der Yellow Brick Road finden für euch. Ach, ich habe übrigens noch ein paar Fragen, die wollte ich auch noch beantworten. Die Marion hat gefragt, Moin aus Schleswig-Holstein, zurück, Moin. Und sie hat einen abgestorbenen Kirschbaum und würde gerne Ramblerrose reinsetzen. Welche würdest du da empfehlen? Der Baum ist ca. 4 bis 5 Meter hoch. Gerne etwas, was den ganzen Sommer über blüht und pflegeleicht ist. Da gehen wir doch am besten mal rüber zu einem von unseren großen Obstbäumen, Marion, und schauen uns das dort an. So, Marion, schau mal, dürfte so ein Baum sein. Der ist natürlich hier noch voll aktiv. Also man muss immer gucken, in diese großen Gehölze, wie gesagt, ist natürlich immer besser, einmal blühende Rambler reinzusetzen. Ich hatte ja schon viele genannt vorhin, Rambling Rector, Scarlet Simulane, Musk, wie auch immer. Hier sitzt allerdings tatsächlich Madame Alfred Carrière drin und das ist so ziemlich die einzige Option für dich in dem Moment, wenn du sagst, eben 4-5 Meter, ganzen Sommer blühend und pflegeleicht, dann ist die Madame Alfred Carrière so ziemlich die einzige, die ich dir da raten kann und die hier bei uns auch den ganzen Sommer über blüht. Die bildet eben keine Hagebutten. Deswegen muss man die verblühten Blüten nicht ausschneiden und sie produziert dann immer auch wieder Blüten nach. Und das ist natürlich das Schöne an dieser Rose. Genau. Dann hatten wir noch von Bernd Schmidt, der fragte, guten Morgen, habe jetzt gelesen, dass man im November die Rosen zurückschneiden soll. Ist das richtig? Genau, Bernd, da sind wir nochmal eben beim Klimawandel. Wir schneiden halt, wie gesagt, unsere Strauchrosen gar nicht mehr zurück. Unsere Kletterrosen möglichst auch nicht. Habe jetzt nur eben vorhin das kleine Experiment vorhin gezeigt am Rosenbogen, um einfach mal zu gucken, wie verhält sich die Rose dann. Aber wie gesagt, bei unserem Rosenfreunde-Wochenende im November, da wird es dann nochmal ganz klar darum gehen, am Samstag alles über Strauchrosen, am Sonntag alles über Kletterrosen und Rambler, ganz klar auch abgestimmt auf Klimawandel, weil das ist mittlerweile das wichtigste Thema hier bei uns im Garten. Wie gehen wir mit diesen ganzen neuen Entwicklungen und neuen Verhalten unserer Pflanzen eben dann auch um. Hier wollte ich übrigens das gerade noch zeigen. Ein schönes Beispiel. Kleinere Bäume, kleinere Gehölze sind natürlich auch immer toll für Rambler. Da würde ich aber immer dazu raten, dann öfter blühende Rambler zu nehmen, die man eben auch für Bögen nehmen kann, für Obelisken nehmen kann. Hier haben wir vor Jahren, ich weiß auch nicht, wie es passiert ist, ein Rambling Rector reingepflanzt in diesen kleinen Baum. Und der hat dann natürlich letztes Jahr, das sehen wir hier gerade nochmal, echt nachgegeben und die ganze Krone ist abgebrochen, weil der Rambler natürlich viel, viel zu wüchsig für dieses kleine Gehölz war. Wir haben ihn jetzt trotzdem mal drin gelassen und behalten ihn im Auge, aber eigentlich sollte hier eben nicht so ein einmal blühender Rambler rein. Ganz wichtig, das ist einfach zu viel für solche kleinen Bäume. Wenn ihr natürlich Obstbäume habt, die ihr ernten wollt, dann ist es mit Ramblern immer so eine Sache, ob ich die da drin haben will. Ist halt ein bisschen kratzig beim Ernten, aber ansonsten ist dagegen eigentlich auch nichts einzuwenden. Genau. Ja, und dann hat der Jan Limberg noch gefragt, hier sind wir ja nochmal wunderschön bei den Strauchrosen, fand ich eine ganz witzige Frage. Er hat gesagt, gutes und informatives Video, macht weiter so, gerne, machen wir. Und der Jan fragt, wenn Sie sich für 5 Strauchrosen auf Grundlage Ihrer guten Eigenschaften entscheiden müssten, welche wären das? Das ist richtig schwierig, Jan, also so 5 Rosen sich darauf zu beschränken. Aber ich würde sagen, The Lady's Garden ist definitiv dabei, weil sie so vielseitig ist. Wir haben sie hier als Strauch in der Yellow Brick Road stehen. Sie klettert wunderschön an unserem Hochzeitspavillon. Sie kann also viel. Und es ist vor allem der Duft. Ja. Also ich finde, Duft ist immer so wichtig. Die duftet mittags, nachmittags, gegen Abend noch. Das ist also was Wunderschönes. Unter den Weißen wäre das meine Favoritin. Dann, was ich total liebe, ist Sweet Pretty. Ist jetzt leider hier in der Nähe nicht. Aber die können wir auch nochmal einbinden oder einblenden. Das ist eine kleinere Kleinstrauchrose. Ganz, ganz wunderschön. Das ist so eine Rose, die bringt einem einfach sofort ein Lächeln ins Gesicht und somit in den Garten, wenn man die sieht, mit dieser wunderschönen offenen Blüte. Super gesund, tolles, gesundes Laub. Auch toll für den Topf, also insofern auch vielseitig. Die ist klasse. Dann, was liebe ich noch sehr? Souvenir de Ettenbühl. Jetzt nicht, weil sie so heißt, sondern weil sie wirklich eine tolle Rose ist für die Vase. Sie duftet wunderschön. Dieses Aprikot ist so herrlich, eben nicht aufdringlich, aber schön. Die Blüte ist gefüllt und sehr, sehr attraktiv und eine gesunde Rose auch. Also auch sehr, sehr schön. Mag der Seppel auch gerne. Und was denn noch?
ja, Souvenir der Ettenwiel, habe ich gerade gesagt. Stanwell Perpetual meinte ich, genau. Stanwell Perpetual, wunderschön. Die haben wir hier als Hecke bei uns im Rosenverkauf. Ist eine meiner absoluten Favoritinnen. Ich liebe dieses Laub, dieses Fedrige, dieses Leichte und diese wunderschöne Blüte, die sie hat, den Duft dabei. Das ist so unsere Restaurantrose. Da bedienen wir uns tagtäglich an den herrlichen Blüten für unsere kleinen Sträuße im Restaurant als Dekoration. Und sie ist also jetzt immer noch hier wunderschöne Blüte in unserem Rosenverkauf. Und was mag ich noch gern? Gertrude Jekyll, auch eine der Rosen. Schönes, sattes Rosa, wunderschöne Blüte, sehr, sehr widerstandsfähig, toll im Topf, wunderbar, vielseitig, also von daher auch eine sehr schöne. Aber ich könnte ehrlich gesagt noch ein bisschen weitermachen. Also es ist wahnsinnig schwierig, sich auf 5 zu beschränken. Ich könnte noch Mrs. Billy Crick nennen und. Also wie gesagt, das ist immer so ein bisschen schwierig, wechselt manchmal auch ein bisschen. Genau. Ja, und dann hat die Michaela Laurin noch eine ganz interessante Frage gestellt, nämlich, da geht es um Ameisen, die sich im Wurzelbereich angesiedelt haben bei ihrer Kletterrose. Frage eben, von ihr kann man die Kletterrose wieder neu aufbauen, wenn die so kümmerlich gewachsen ist? Das ist auf jeden Fall möglich. Und wie gesagt, das zeige ich auch demnächst noch, wenn sie ja alles ein bisschen mal zurückgefahren ist und man an den Wänden guten Gewissens arbeiten kann. Dann zeige ich euch das nochmal, wie man so alte Kletterrosen eben gut aufbauen kann, wieder neu. Aber vielleicht gerade mal zu den Ameisen, weil das wird ganz häufig gefragt. Also Ameisen, die machen eigentlich nichts Schlimmes. Also die knabbern weder Blüten noch Wurzeln ab. Die machen nichts mit den Blättern irgendwie Fieses. Die sind halt wirklich störend an den Wurzeln, weil sie häufig eben da unten arbeiten und dann eben die Wurzeln teilweise freilegen und das dann einfach für die Pflanzen einfach nicht gut ist. Ne? Und meistens kann man sie ganz gut mit Gießen wegbekommen. Also Wasser mögen Ameisen nicht. Wenn man da sehr viel Erde bearbeitet und so weiter, sind sie in der Regel auch wieder dann weg. Also so kriegt man sie ganz gut los. Aber eben, sie tun der Rose im Prinzip nichts. Von daher ganz wichtig. Genau. Und dann wollte die Anja Dogge noch ganz gerne wissen, wie kann ich denn eine Rose unterscheiden, ob es überhaupt eine Strauchrose oder eine Beetrose ist? Anja, im Prinzip ist es gar nicht so wild, das zu unterscheiden. Also man unterteilt bei uns, wir unterteilen zum Beispiel in Kleinstrauchrosen. Das sind einfach die Strauchrosen, wie sie, diese hübsche Dainty Pink, die kleiner bleiben, wobei die auch relativ groß ist jetzt im Moment für die Jahreszeit. Und eben die großen Strauchrosen, die dann so ab 1 Meter bis 1,50 Meter hoch werden. Und von daher, also so diese Unterschiede Beetrose, Strauchrose, Kleinstrauchrose, das ist im Prinzip immer eigentlich eher was die Größe betrifft. Beetrosen sagt man eben, die tut man eher so an der Beetkante oder im Vordergrund oder so als Kissenpflanzen mehrere zusammen. Und dann hat man eben diese Kleinstrauchrosen, die so bis zu 1 Meter 80 cm werden und dann eben die größeren Strauchrosen. Also das hat eigentlich eher ein bisschen was auch mit der Höhe zu tun. Genau. So, und dann haben wir noch jede Menge Fragen bekommen zu Rosen in Töpfen überwintern und Hochstammrosen, was man damit macht über den Winter und überhaupt Pflege. Und darauf gehen wir auf jeden Fall die Tage dann nochmal an einem der nächsten Sonntage ein, wenn es um Winterschutz und all diese Geschichten geht, um Vlies und wie man eben dann im Winter alles beschützt. Genau, so, und jetzt gehen wir aber runter auf unsere Magnolienwiese. Da wollte ich euch ja jetzt noch zeigen, was es mit unserem Drama auf sich hat, weil wir erwarten ja hier demnächst eine riesen Baugeschichte. Wir liegen tatsächlich hier mitten auf der Nord-Süd-Verbindung der großen Gasleitung, also wo unser aller Gas durchgepumpt wird. Und dummerweise liegt exakt unser Rosenverkauf mitten auf der Gasleitung. Und es ist tatsächlich so, dass diese Gasleitung dieses Jahr saniert werden muss. Und das bedeutet jetzt, dass hier wahrscheinlich im November, keine Ahnung, wir werden es dann sehen, die Bagger anrollen und tatsächlich hier einmal quer durch unseren Rosenverkauf gehen werden. Ihr seht es hier unten, wenn wir hier runterschwenken, dann ist da so eine Lücke am Bach hier unten mit einem gelben Pfosten. Da gehen wir jetzt mal hin und schauen uns das da unten an. Wir haben euch das mal abgeflogen, diesen ganzen Bereich. Da seht ihr eben ungefähr die Strecke, wie wir hier über den Rosenverkauf fliegen, dann über unsere Gärtnerei und dann eben weiter
über unsere Parkplätze hinüber. Und diese Schneise, müsst ihr euch vorstellen, da geht tatsächlich drunter diese Gasleitung entlang. Und entsprechend wird das alles demnächst aufgebaggert werden. Wir müssen den gesamten Rosenverkauf leeren erstmal. Ihr seht jetzt im Moment, wie viele Container hier noch stehen. Also schlagt gern nochmal zu, damit es ein bisschen weniger für uns wird. Aber eben, das wird also alles jetzt geräumt dieser Tage. Und dann wird diese ganze Schneise hier leider den Baggern zum Opfer fallen. Und im Zuge dessen, hier vorne ist unser jetziger Parkplatz, den kennen viele von euch, die uns schon mal besucht haben. Und werden wir jetzt dann zu unserem neuen Rosenverkauf machen. Der Rosenverkauf wird also dort vorziehen, weil auf den alten Platz können wir gar nicht mehr zurück mit dem Rosenverkauf, eben wegen dieser Leitung. Und dann werden wir mal sehen, wie das wird, wenn dann die ganzen Rosen hier vorne dann stehen. Genau, und hier seht ihr nochmal hinter mir, also hier über das Maisfeld und eben diese beiden gelben Pfosten, das ist die Markierung. Und dann geht es genau in dieser Flucht hier, wir fliegen es gerade nochmal ab, geht es hoch und wird natürlich für uns eine ganz schön heftige Geschichte jetzt über den Winter. Ich bin sehr gespannt, wie das alles läuft. Ist natürlich nicht das, was man unbedingt braucht, aber so ist es halt. Führt kein Weg dran vorbei, müssen wir jetzt mit leben. Ja, aber wir lassen uns von all dem die Laune echt nicht verderben, sondern sehen es einfach positiv, dass das auch wieder was ganz Tolles Neues wird. Hier passiert jetzt zum Glück nichts, hier wird nichts Schlimmes geschehen. Also die Schneise hält sich in Grenzen, geht halt dummerweise direkt durch den Verkauf. Aber hier werden wir natürlich auch im nächsten Jahr unser Chorfestival wieder haben. Wir zeigen euch nochmal, es war ein wunderschöner Tag letzten Sonntag mit all den Chören und den Besuchern. Es hat also einen Riesenspaß gemacht und auch im nächsten Jahr werden wir hier das natürlich zelebrieren können, weil hier auf dieser Wiese passiert zum Beispiel gar nichts. Und dann sind wir noch dabei, das zeigen wir euch nächste Woche im Video. Unsere English Meadow nimmt langsam Formen an und da sind wir auch dabei, jetzt gerade die Blumenzwiebeln, die Narzissen, die neuen zu pflanzen, die dort reinkommen. Über die werde ich euch nächste Woche eine ganze Menge erzählen. Es ist eine sehr, sehr schöne Sorte, Wildsorte von Narzissen, die diese wunderschöne English Meadow in Zukunft dann noch schmücken wird. Und dann in unserem Innenhof, im B&B-Innenhof, im Bed and Breakfast, da ist auch jede Menge passiert. Neue Bepflanzung, vor allem mit sehr Schatten- und Trockenheit-verträglichen Stauden. Auch die werden wir euch dann nächste Woche nochmal vorstellen. Da ist auch noch eine ganze Menge Spannendes dabei. Ja, und für heute sagen der Seppel da hinten und ich euch tschüss, habt einen schönen Sonntag, genießt eure Gärten, eure Balkone und eure Terrassen. Wenn ihr noch Fragen habt zu Rosen, zu Standorten, dann einfach unten in die Infobox reinschreiben, beziehungsweise in die Kommentarbox reinschreiben unten, dann antworten wir gerne. Und im dieswöchigen Newsletter ist auch nochmal eine Checkliste drin, mit welche Rosenfamilien für welche Orte eben besonders gut sind. Und dann freuen wir uns auf nächsten Sonntag, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Tschüss. Peace.